Der Begriff Al-Irja, was man, ja, ein sehr gehypter Begriff, genauso wie das Gegenteil ist Irja, der, die theologischen Einstellungen der Khawarij. Der Begriff Al-Irja hat früher eine andere Verwendung gehabt und das stellen wir fest in einigen biografischen Daten, die wir zu bestimmten Persönlichkeiten finden. Wir haben zum Beispiel eine Person genannt, Muharib ibn Dithar. Muharib ibn Dithar ist einer der Tradenten in den Sahihain, in Bukhari und Muslim. Und die in den Kutub al-Rijal, das heißt den der Literatur oder den Werken zu biografischen Daten von Tradenten und so weiter. Dort wird diese Person genannt und er wird als einer der Al-Murji'atul Ula bezeichnet. Das heißt, einer der ersten oder der frühen Murji'a bezeichnet. Und die Al-Murji'atul Ula, die haben nichts mit dem Irja im Iman zu tun, also in der Bestimmung der Wahrheit des Imans, der Definition des Imans. Die sogenannten Al-Murji'atul Ula, die Problematik, die sie hatten, oder das Thema, in dem sie sich eben ein bisschen abgesondert haben, das war die Einstellung zu Ali und Uthman. Deswegen finden wir manchmal Aussagen in der Literatur, dass so und so zu den Murji'atul Khawarij gehörte. Das heißt, er war Murji und gehörte auch den Khawarij an. Und das hört sich im ersten Moment paradox an, denn wir wissen ja eigentlich, dass der Irja oder die Murji'a als eine theologische Bewegung genau das Gegenteil, Gegenpol sind von den Khawarij. Also das andere Extrem. Wie kann es das sein, dass jemand zu den Murji'a gehört oder eben ein Verfechter des Irja ist und gleichzeitig aber auch den Khawarij angehört? Das versteht man, wenn man begreift, dass der Begriff Murji'a durchaus anders verwendet wurde, nämlich wie Ibn Sa'd in den Tabaqat beschreibt. Ibn Sa'd ist aus dem 3. Jahrhundert. Und in seinem Buch At-Tabaqat, in der Biografie oder beziehungsweise bei den Daten von Muharib ibn Dithar, den wir auch im Bukhari Muslim finden als Tradent, dort erwähnt er, dass er zu den ersten Murji'a gehörte und das sind jene, die eine neutrale, ich nenne es jetzt mal neutral, ich erkläre gleich, was ich damit meine, eine neutrale Position in der Sache von Ali und Uthman hatten. Das heißt, sie sagen weder, dass Ali und Uthman Mu'minun sind, noch sagen sie, dass sie Kuffar sind, sondern sie sind einfach raus, sozusagen, ja, das meine ich mit neutral. Und das nannte man die ersten Murji'a. Der interessante Teil ist, das Thema hat ja mit der Khilafa Alis und so weiter zu tun. Diese Konflikte sind bekannt. Aber das Interessante ist, dass dieser Irja begonnen hat bei einem der Nachkommen Alis. Weil es in den historischen Werken lautet, dass der Erste, der diese Position eben getragen hat, war Al-Hasan ibn Muhammad. Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali. Er ist im Jahr 95 gestorben, nach der Hijra oder etwas später, zwischen 95 und 100.